RTV Vorarlberg. Aktuell. Knapp 1000 Polizisten sind in Vorarlberg im Einsatz. 700 davon sind im Außendienst, 150 in der Ausbildung. Große Herausforderungen kommen aber in den nächsten Jahren auf die Polizei zu. Wir stehen derzeit vor der Herausforderung, dass wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren starke Pensionsabgänge zu verzeichnen haben. Das heißt, wir sind ständig auf der Suche nach Nachwuchs, um diese Plätze, die frei werden, dann wieder befüllen zu können. Den Beruf Polizist oder Polizistin will man somit möglichst attraktiv machen. Dabei greift man auf die Social-Media-Plattformen zurück. Hashtag Dienstag ist solch eine Kampagne. Sie soll den Beruf näher zeigen. Wenn in Vorarlberg hohe Lawinengefahr herrscht, steht der Besatzung des Polizeihubschraubers ein Lawinenhund der Bergrettung zur Seite. Die Grundausbildung für die zukünftigen Polizisten ist umfangreich und dauert 2 Jahre. Sowohl Sport als auch Rechtsfächer und Ethik stehen auf dem Programm. Der Test selber besteht aus einem schriftlichen Teil, einem sportlichen Teil, einer medizinischen Überprüfung und einem Explorationsgespräch. Ja, nach dieser Testreihe beginnt man dann in der Polizeischule in Giesingen. Die Ausbildung dauert 24 Monate. Die ersten 12 Monate wird man in Theorie geschult und danach kommt die erste berufliche Praxis. Die wird dann durch einen zweiten Theorieblock unterbrochen und das Ganze endet dann mit einer Dienstprüfung. Trotz des spannenden Berufes, den der Job mit sich bringt, birgt er auch Gefahren. Denn Polizist ist immer noch einer der gefährlichsten Berufe in Österreich. Die Gefahrenpalette ist breit zu sehen, das bringt der Polizeiberuf mit sich. Aber gerade das kann auch das Spannende sein, warum jemand zur Polizei kommen möchte. Was wir allerdings derzeit auch feststellen können, ist das Phänomen, dass eine Mutter nach der Karenz sich dann sehr wohl dann Gedanken gemacht über die Gefährlichkeit des Berufes und sich dann allenfalls auch Alternativen sucht. Leider haben wir nicht so viele Nischen, das heißt, das stellt derzeit die Polizei in Vorarlberg vor eine weitere Herausforderung, dass solche Personen uns dann leider verlassen möchten. Trotz dieser zahlreichen Herausforderungen will man von einem aktuellen Polizeimangel nicht reden. Aber man freut sich über zahlreiche neue Bewerber und Bewerberinnen. Wir evaluieren auch unsere Aufgaben, unsere Arbeitsabläufe. Wir schauen, wo Bedarf ist und wo wir allenfalls Veränderungen anstreben können. Das Ganze läuft immer im Zusammenhang mit dem Bundesministerium für Inneres und da bin ich guter Dinge, dass wir solche Herausforderungen meistern können. In Hart hat sich am Sonntagnachmittag ein Auffahrunfall ereignet. Aus noch unbekannter Ursache fuhr ein Lenker auf das vor ihm fahrende Fahrzeug auf. Dabei schob er insgesamt 3 weitere Autos aufeinander. Es wurden 3 Insassen zur weiteren Abklärung ins Spital gebracht. An 2 Fahrzeugen entstand Totalschaden, so die Polizei. Wie der ORF berichtet, ist der Keuchhusten in Vorarlberg wieder auf Vormarsch. Von 2015 bis 2017 ist die Anzahl von 11 auf 70 Fälle angestiegen. Grund dafür sind laut Sanitätsdirektion vor allem Eltern, die ihre Kinder nicht impfen lassen. Erwachsene, die ihre Impfung nicht auffrischen, können sich anstecken und die Krankheit wieder verbreiten. Das kann vor allem für Säuglinge und Schwangere gefährlich werden. Laut Martina Türtscher von der Landessanitätsdirektion müsste die Wichtigkeit von Impfungen wieder vermehrt in den Köpfen der Leute verankert werden. Die Kinderuni Vorarlberg startet wieder. An der FH Dornbirn und am Landeskonservatorium Feldkirch können sich Kinder zwischen 8 und 12 Jahren auch einmal wie Studierende fühlen. Ab 15. Februar kann man sich für die ersten beiden Vorlesungen anmelden. An insgesamt 6 Nachmittagen werden den Kindern technische und wissenschaftliche Fragen einfach erklärt. Der Besuch ist kostenlos. Musik
Das Wetter bei RTV Vorarlberg. Mit freundlicher Unterstützung von Wettering.at. Eine wunderschöne Zeitrafferaufnahme zeigt uns die Webcam vom Niederer in Andelsbuch. Und das Wetter bietet heute und morgen ideale Skibedingungen. Abgesehen von einzelnen Wolkenfeldern wird der morgige Dienstag leicht föhnig mit minus 2 Grad auf 2000 Meter Höhe. Der Mittwoch wird bewölkt, aber die Sonne kommt immer wieder durch. Im Süden ist am Abend mit Schnee zu rechnen. Die Temperaturen liegen bei 2 Grad im Tal und bei kühlen minus 9 Grad auf 2000 Meter. Der Donnerstag wird stark bewölkt und bringt Schneefall, vor allem im Montafon und am Arlberg. Das Wetter bei RTV Vorarlberg. Mit freundlicher Unterstützung von Wettering.at.